are you tripping on coke? Yeah. Ich glaube, den meisten ist ja über das Programmheft der Zusammenhang klar geworden, warum das alles hier stattfindet. Man kann außer den drei Konzertteilen, die heute hier zu hören sind, auch eine Installation von Matthijs de Bruijn begreifen und befühlen und benutzen. Am besten in der Pause, die wir nach den zwei ersten Konzertteilen machen. Wir fangen an mit Ray Edgar. Ray Edgar benutzt ein System, was die Stein-Leute Big Eye genannt haben, weil mittels einer Videokamera seine Bewegungen aufgenommen werden. Und er steuert damit die Synthesizer-Sounds, die er für diese Komposition eben kreiert hat. Das Stück heißt, so ganz augenfällig, Ray Atkin. Sorry, Ray Atkin. Reaction. Reaction, yeah, in English. Sorry. Ah, yeah. It's got Polish. I mixed it with your name, sorry.
Thank you.
Ja. Es gibt eine ganz kleine Pause, damit die beiden nächsten aufbauen können. Das Big Eye System ist übrigens von Tom Demeyer entwickelt, der heute auch. Thank you.
Thank you.
I've been instructed to talk about computer crashes. You're looking at one. This is something you can tell your grandchildren about. Back in 1995, Macintosh PowerBooks crashed. They'll say, "No, Grandpa, it's not true." Thank you.
an obstacle that's in my way. And I guess the reason why I feel that way, everybody else does, is that the density of the air is different. So you sense, you know, that from your face, oh, there's something coming up. You better not meet it. So you slow down. Find out what it is. Now, I'm not as good as this. Some people I know. I have some blind friends who can sense a wall like easily over 8 feet away. And they'll say, oh, there's a wall there. Thank you.
or someone else. But you really have not seen these very definite features. Is that correct? Is that what happens in a dream with sighted people? That's what happens to me. It happens to me now. And this is a bit the way I see people around me. They're terribly important entities. But the physical just doesn't come into it too much. Isn't that odd? Thank you.
jetzt eine größere Pause und man kann sich dann, wenn man möchte, mit der Installation Controlled Experiments beschäftigen. Ist die läuft, ne? Ja, warte.